Hallo, ich bin Dirk Grünberg von Hundeerziehung ohne Stress. Der größte Fehler, den man beim Jagen machen kann, ist natürlich, dass man es zulässt, dass der Hund jagt. Denn Jagen ist ein selbstbestätigendes Verhalten. Das bedeutet, beim Hetzen einer Beute werden Hormone freigesetzt, die den Hund glücklich machen. Das heißt, der Hund, wenn er durch den Wald tobt und versucht, Beutetiere zu kriegen, oder auch der Katze hinterher rennt, das ist genau das Gleiche, ist er glücklich. Und ein glücklicher Hund wird natürlich versuchen, diesen Zustand nach Möglichkeit demnächst wieder zu erreichen. Das bedeutet, jedes Mal, wenn der Hund uns entwischt und versucht, irgendwelche Beute zu machen, hat er seinen Spaß und wird das bei nächster Gelegenheit wahrscheinlich wieder tun. Ihre Aufgabe ist es also, gerade am Anfang, wo der Hund noch jung ist und noch nicht so viel Erfahrung hat, was möchte Herrchen, was möchte Herrchen nicht, den Hund daran zu hindern, einfach loszurennen und Tiere zu jagen. Am besten nimmt man natürlich den Hund an die Leine, aber er soll ja auch mal freilaufen lernen. Und deshalb ist es wichtig, dass der Hund dann solche Dinge wie das Heranrufkommando oder im Extremfall das Platzkommando, wenn es dann aus der Entfernung klappt, umso besser, solche Dinge alle beherrscht. Und wie man dem Hund diese Dinge beibringt, das müssen Sie unter www.hundeerziehung-ohne-stress.de einfach nochmal nachschauen.